Willkommen bei CSR Automotive. Schön, dass ihr wieder bei uns einschaltet. Ich bin's, die Julia, und heute möchte ich euch ein neues Produkt von uns vorstellen. Frisch aus der Produktion heute eingetroffen, diese Scheinwerferblenden. Scheinwerferblenden kennt ihr alle, und was diese so besonders macht, das zeigen wir euch jetzt. Ich möchte euch jetzt die verschiedenen Ausführungen unserer Scheinwerferblenden zeigen. Wir haben hier zum einen das klassische ABS-Kunststoffmaterial in Matt, lässt sich sehr einfach lackieren. Und hier auch noch gar nicht so lange im Sortiment diese Carbon-Optik, auch sehr schick. Und jetzt ganz neu unsere Scheinwerferblenden in tiefschwarzen Hochglanzkunststoff. Das bedeutet, ihr müsst die Scheinwerferblenden nicht lackieren und könnt sie direkt am Fahrzeug anbringen. Es hat wirklich eine super glatte, tolle Oberfläche und das würde meiner Meinung nach ein Lackierer nicht besser hinbekommen. Dann möchte ich euch noch gerne den Lieferumfang zeigen. Es sind Typenaufkleber dabei, damit ihr das Teil auch identifizieren könnt im Zusammenhang mit dem Gutachten. Dieses Reinigungstuch ist auch noch mit dabei zum Entfetten des Scheinwerfers vor der Montage. Ja, und wie einfach die Montage ist, das zeigen wir euch jetzt gleich an unserem Golf 7R. Der steht nämlich draußen. Bevor wir die Scheinwerferblenden jetzt fix montieren, prüfen wir nochmal die Passform. So, nehmen wir uns einmal die Blenden her und schauen hier auf dem Scheinwerfer, dass die Kanten genau übereinstimmen. Sieht wunderbar aus. Der passt schon mal sehr gut. Auch hier wird die Länge und die Kante geprüft. Ja, als nächstes müssen wir noch den Scheinwerfer reinigen und entfetten. Dafür benutzen wir das im Lieferumfang enthaltene Reinigungstuch von 3M. Zu guter Letzt entfernen wir hier noch die Schutzstreifen des 3M Klebebandes und kleben die Scheinwerferblende auf. Damit wir mit dem TÜV auch keine Probleme bekommen, hier noch die Kennzeichnung für die Scheinwerferblenden, damit das Ganze auch mit dem Gutachten verglichen werden kann. Bitte bedenkt, auch ein Klebeband benötigt Zeit zum Anhaften, deshalb lasst euer Fahrzeug am besten erst einmal 4 Stunden stehen. Ja, nach getaner Arbeit schauen wir uns doch das Ergebnis gemeinsam an. Sieht richtig schick aus, das Hochglanz der Scheinwerferblenden, passend zu dem Hochglanz des Golfes. Super, harmoniert total toll, schönes Gesamtbild, genauso haben wir uns das vorgestellt. Die Scheinwerferblenden für den Golf 7 sind bereits bei uns im Shop erhältlich. Bald auch noch für viele andere Fabrikate. Schaut doch einfach bei uns im Shop vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich wieder riesig über einen Daumen hoch von euch und denkt daran, die Klingel zu aktivieren. Ich mache jetzt erstmal eine Probefahrt. Bis zum nächsten Mal.